Jetzt über ein äußerst spannendes Thema, nämlich über den Zusammenhang von Utopie und Technologie. Wir fragen, wie utopisch ist das Silicon Valley? Und wir reden darüber mit Christoph Burkhardt, dem CEO der OneLife GmbH. Christoph, erzähl mal ganz kurz in wenigen Sätzen, wer oder was ist die OneLife GmbH und was machst du? Die OneLife GmbH ist mittlerweile die OneLife Inc., weil wir umgezogen sind in Silicon Valley. Tatsächlich, wir haben eine deutsche Technologie genommen, in Silicon Valley gebracht und daraus ein Produkt entwickelt, was jetzt hier steht. Das ist ein Air Purifier. Gerade super aktuelle Frage, eine Technologie, die Luft reinigt natürlich. Aber die Frage vor allem, was macht das Silicon Valley mit so einer Technologie? Und da sind wir schon mittendrin im Thema, nämlich was lässt sich noch alles tun, wenn die Mission von einem Unternehmen größer wird, als nur ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ja, du hast 7 Jahre im Silicon Valley gearbeitet. Ja. Du bist Redner, du berätst Firmen. Und dein Thema ist die Zukunft. Insofern bist du so der passende Mann für jede Utopiekonferenz. Und die Frage ist, was weißt du über die Zukunft und was erzählst du den Menschen über die Zukunft? Wissen über die Zukunft tun wir natürlich relativ wenig und das ist auch gut so. Aber wir können in Szenarien denken über das, was da möglicherweise kommt. Und wir können Reaktionen schon heute formulieren für das, was da möglicherweise in den Szenarien passiert. Und das sehe ich als meine Hauptaufgabe, egal in welcher Konstellation. Szenarien für die Zukunft aufzumachen, zu sagen, was ist potenziell möglich, dann Potenziale zu identifizieren von dem, was wollen wir eigentlich erreichen und dann zu gucken, wie kann uns Technologie dabei helfen, dahin zu kommen. Kannst du vielleicht mal, damit wir eine Vorstellung davon kriegen, so 2, 3 Bilder malen, wo du sagst, das ist technisch möglich, das ist wünschenswert, das ist etwas, was du den Leuten sagst, was in der Zukunft kommen soll, ja, und das, was sich technisch realisieren lässt. Bring mal so 2, 3 Beispiele, wo du sagst, das verändert unser Leben, das wird in der Zukunft kommen und das soll auch kommen. Ja, also im Moment erleben wir unglaublich viel, nicht nur im Silicon Valley, aber vor allem getrieben von dort, eben in der Mustererkennung, automatisierte Mustererkennung in bestimmten Datensätzen. Und jetzt gibt es die Frage, welche Datensätze nutzen wir? Im Moment sehen wir zum Beispiel, Netflix nutzt den Datensatz, um Movies vorzuschlagen oder einen Recommendation-Algorithmus zu bauen, der mir eben zu mir passend Präferenzen ausliest. Das ist ein Muster. Und wir könnten fragen, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll, das zu machen? Amazon nutzt den gleichen Effekt für Produktvorschläge. Und dann gibt es Bereiche in der Symptomerkennung in der Medizin, wo plötzlich dieselben Mustererkennungsalgorithmen für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Und plötzlich kann ich Tumorfrüherkennung machen. Oder ich kann eben bestimmte Vorhersagen treffen darüber, wann sich ein Mensch in einer bestimmten Weise verhalten muss, um gesund zu bleiben. Und so sehen wir, dass dieselben Technologien tauchen immer in verschiedenen Kontexten auf, bevor sie in einem sinnvollen Kontext landen. Mhm. Ganz oft ist es so, dass ein kommerzieller Kontext zuerst kommt, bevor dann ein Kontext kommt, in dem es wirklich relevant wird. Also wir haben ja so Themenfelder im Silicon Valley, eben nicht nur Unterhaltung, was klar ist, sondern eben auch Medizin, ja, ein Riesengebiet der Zukunft. Absolut. Ein weiteres Riesengebiet der Zukunft ist Ernährung. Ja. Ja. Der gesamte Bereich Health, Gesundheit, gesundes Leben und so weiter. Möchtest du mal so ein bisschen, damit sich Zuschauer was darunter vorstellen können, so ein paar dieser Ideen oder dieser Veränderungen einfach mal skizzieren, damit wir wissen, worüber wir reden? Ja, also vor allem im Bereich Gesundheit sind schon Sachen auf der Straße, die wir uns kaum vorstellen können hier. Ein Startup, das heißt Forward, die alle meine Daten auslesen von meiner Smart Scale zu Hause, die mein Gewicht und meinen Körperfettanteil jeden Tag misst. Die Smartwatch überträgt meine Herzrate. Ich habe diverse Sensorik in meinem Haus, in meinem Smart Home, die alle für Gesundheitszwecke genutzt werden können. Und diese Arztpraxis nimmt diesen ganzen Datensatz zusammen und sagt, unsere Aufgabe ist jetzt nicht mehr, Leute gesund zu machen, die gerade krank geworden sind, sondern Leute lange genug gesund zu halten. So, das ist plötzlich präventive Medizin und der Arzt hat den Anreiz, Menschen gesund zu halten, anstatt dafür belohnt zu werden, in dem Moment zuzugreifen, wenn es schon zu spät ist. Und so haben wir prophylaktisch eben plötzlich ganz viele Bereiche, in denen wir Recommendation-Algorithmen eben in der Medizin oder eben ja, im Gesundheitsbereich sehen oder auch in politischen Kontexten plötzlich, in sozialen Kontexten. Zum Beispiel?
die Recommendation-Algorithmen zum Beispiel, welche Partei welchen Kandidaten ich unterstützen sollte. Basierend auf allem, was ich vorher an Daten abgegeben habe, kann ich einer Person dabei helfen, herauszufinden, welche Partei zu ihr passt. Also das stelle ich mir praktisch vor. Ich habe, die wissen, welche YouTube-Videos ich gucke, welche Webseiten ich besuche und schlagen mir die dazu passende Partei vor. Das gibt's schon? Ja, das gibt's schon länger. Die Frage ist, in welcher Art und Weise wollen Menschen sowas akzeptieren, dass sowas passiert? Und momentan haben wir in vielen Kontexten noch, dass dann Anschlussfragen gestellt werden an mich, wofür stehe ich oder wie sehe ich bestimmte Sachen auf einer bestimmten Skala. Aber in vielen Fällen ist der Algorithmus und die künstliche Intelligenz dahinter schon so schlau, dass aus meinem Verhalten mehr ablesbar ist als aus meinen Antworten auf die Fragen. Und ich verstehe dich richtig, wenn du sagst, du siehst darin unter dem Strich eher eine positive Entwicklung als eine negative. Also dir macht das eher wenig Angst, aber eröffnet dir eher viele Gedanken, was alles Tolles möglich ist. Oder gehörst du doch zu den Leuten, die sagen, ein bisschen gruselig ist das schon? Definitiv sind da ein paar Sachen gruselig. Aber ich glaube, jetzt mit fast 11 Jahren im Silicon Valley ist einfach der Optimismus für das, was Technologie ermöglicht, größer als jede Kritik. Und das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied zu dem, was ich erlebe, wenn ich dann hierher komme. Dass der Gedanke des kritisch-rationalen Hinterfragens, der ist hier halt viel größer. Mhm. Und natürlich könnte man dann umgekehrt sagen, im Silicon Valley jede Menge naiver Optimismus, was die Technologie angeht, aber der sorgt eben auch dafür, dass mehr ausprobiert wird. Und im Umkehrschluss sorgt das dann leider dafür, dass eben im Silicon Valley oft mehr passiert, was wir dann hier kritisieren können. Mhm. Und dann haben sich so zwei Seiten irgendwie gefunden. Bevor du vielleicht übernimmst, habe ich doch eine Frage. Wenn du sagst, dass da vielleicht so ein naiver Optimismus ist und Technologiegläubigkeit oder so, und bei uns ist das kritisch-rationale Hinterfragen so stark. Gibt es auch, reine Informationsfrage, im Silicon Valley Leute, die diesen gesamten technologischen Prozess, die starken Veränderungen, die das ja für viele Menschen auch bedeutet, für Gesellschaften bedeutet, kritisch rational hinterfragen? Gibt es nicht auch sowas wie so Leute, die versuchen, Technologiefolgenabschätzung zu machen oder sogar, müsste ja sogar sagen, Anthropologiefolgenabschätzung, was ist, wenn die Menschen 120 werden können durch neue Medizin und so. Beschäftigt sich das Valley nicht auch mit solchen Fragen? Ja, aber ich glaube, die Sichtweise, die Perspektive ist eine andere. Wenn ich das kritisch beobachte, was da passiert, ist die Frage ist immer, welche Potenziale stecken da drin? Mhm. Auch für uns als Gesellschaft, auch für uns als Demokratie, welche Potenziale stecken darin, dass wir bestimmte technologische Möglichkeiten plötzlich haben? Mhm. Und der Gedanke ist, glaube ich, dass Technologie immer eine Augmentierung von dem ist, was ich sowieso schon habe. Mhm. Und nicht ein Ersatz für irgendwas, was den Menschen ausmacht. Mhm. Das ist zum Beispiel ein großes Thema, ne? Kritisch-rational. Wir könnten also fragen, Erweiterung der Potenziale. Ganz genau. Mhm. So wie bei unserem Gerät würden wir sagen, ich habe schon eine Lunge und das ist eine zweite Lunge. Das ist die Augmentierung meiner Lunge. Das ersetzt meine Lunge natürlich nicht. Mhm. Aber es ist die Augmentierung, es ist die Erweiterung von dem, was ich schon habe. Und eine künstliche Intelligenz erweitert meine Intelligenz. Mhm. Und so ist die Sichtweise von, ja klar, wir müssen aufpassen, in welchen Bereichen künstliche Intelligenz auftaucht und wie sie genutzt wird. Aber die Chancen überwiegen immer im Valley. Mhm. Betrachtungsweise. In der Betrachtungsweise, okay. Genau. Und deswegen die Autoren, die darüber schreiben, die sind eher positiv. Mhm. Ich finde das total interessant, was du beschrieben hast mit dem präventionsorientierten medizinischen Verständnis. Das haben wir eigentlich der chinesischen Medizin vorher so zugeschrieben. Mhm, genau. Ne? Dass dort eben auch die Vergütung an Ärzte vor allem daran sich orientiert, ob sie es schaffen, dich in die Lage zu versetzen, ein gesundes Leben zu führen. Und dich dabei zu unterstützen. Das Interessante ist ja, wenn wir uns überlegen, was die Unterschiede zwischen den beiden Visionen ist, wo ist die Agency, also wo ist der Pilot eingebaut? Und deshalb finde ich dieses Menschenbild interessant. Und ich glaube, das würde ich gerne mal beleuchten. Okay. Also was trauen wir uns eigentlich zu? Ne, diese Potenzialentfaltung, ich kenne das sehr viel aus dem Bereich, wo es darum geht, welches Bildungssystem bräuchten wir eigentlich gerade, welches auch Möglichkeiten, uns selbst besser kennenzulernen, die wir durch eine sehr technologische Orientierung vielleicht einfach auch verlernt haben. Und wie stark möchte ich eigentlich all das, was ich theoretisch auch über mich erfahren könnte, an so einen Autopilot abgeben? Also ich will es mal ganz blöde formulieren, ist das nicht die Pillepallisierung der menschlichen Potenziale? Das wäre jetzt die extrem andere Variante, aber ich glaube, da ist schon auch viel dran. Weil in dem Moment, wo sehr viel von den Reaktionsmechanismen, die mir ein Verständnis über mich selbst erlauben, externalisiert sind,
sind sie eben auch manipulierbarer, sind sie vielleicht auch fragilere Systeme eingebaut. Ich fand das jetzt hochinteressant, die Hacker-Tests bei John Deere und anderen, die dann mal eben schön durch die gesamten landwirtschaftlichen Maschinen aus einem zentralen Computer die Präzisionslandwirtschaft von, wenn wir denken, ah ja, die ist hier ganz toll an jedes einzelne Systemchen angepasst, hacken könnten und dann haben wir den Giftmüll da drauf. Also das, ich würde aus der Perspektive gerne nochmal überlegen, also wo wollen wir was abgeben, gerade bei der Agency-Frage. Ja, super spannende Frage. Natürlich Security und Privacy-Sachen sind der Kern, wo die Probleme auftauchen, wo es am sichtbarsten schon ist, wo das Problem entsteht. Aber das Interessante ist, dass ja bei solchen Hackerangriffen und in den meisten Fällen die Schwachstelle der Mensch ist und nicht die Technologie. Und ähnlich wie wir Agency abgegeben haben bei einem Piloten, der ein Flugzeug fliegt, an die Computersysteme, die der Pilot gar nicht mehr unbedingt steuert. Also im besten Fall fasst er da nichts an, weil das System eben besser steuert als er selbst. Wenn der Mensch zum Risiko wird, dann sollte das System übernehmen. Aber natürlich reden wir immer über ein größeres System, in dem wir uns abhängig machen. Also umso mehr wir outsourcen von unseren Fähigkeiten oder Skills, umso weniger sind wir in der Lage, dann zu kontrollieren. Und genau bei solchen Hackerangriffen wird es halt dann sehr deutlich, was wir noch kontrollieren können. Das kann natürlich dramatische Folgen haben. Deswegen ist, also Cybersecurity ist ein Riesenthema, natürlich im Valley. Facebook, Google, Apple, die sind alle unter Angriffen konstant und machen genauso viel, die Angriffe abzuwehren, wie sie versuchen, ihre Systeme zu schützen. Mhm. Und es gibt einen guten Grund, warum Apple jetzt entschieden hat, dass Privacy das neue Thema ist. Und sie deswegen alles blocken, was da an Werbemaßnahmen im Hintergrund läuft und unnötigen Datentransfer stoppen wollen, weil sie merken, das ist natürlich nicht, weil die gute Menschen sind, sondern weil die Nutzer das verlangen. Und gerade im Bereich Privacy fängt es an und im Bereich Security geht es dann weiter, das ist halt mehr der kommerzielle Kontext, der folgt dann. Aber wir werden sicher eine sehr große Welle sehen, wo dieselben Technologien, die für die Angriffe genutzt werden, für die Verteidigung genutzt werden müssen. Ja, ist auch immer spannend, wer ist da eher dran. Ich würde aber trotzdem bei dem Autopilot fürs Flugzeug und dem Autopilot für mich und mein ja auch sehr emotionales, chemisch orientiertes und im Idealfall einem gewissen Freiheitsbegriff folgendes menschliches Punkt. Ideal, ne, festhalten wollen. Und aus dem Machine Learning kennen wir ja auch Mustererkennung, hat natürlich auch die Gefahr, dass wir in gewissen Faden der Vergangenheit fortschreiten. In der Annahme, dass wir jetzt das ganz Neue generieren, aber die Muster aus dem Bestehenden abgeleitet und extrapoliert werden. Also wo kommt da das ganz Neue rein? Wo ist da der Moment, von dem wir auch immer noch sagen, das unterscheidet Menschen von der künstlichen Intelligenz, des vielleicht auch mal völlig irrationalen, sehr emotionalen, aber auch ja sehr menschlichen Impetus. Also wo ist der auch? Wo findet der seinen Raum da? Ja, das ist technologisch tatsächlich eine große Herausforderung, weil natürlich ein Machine Learning Algorithmus, der versucht einfach Muster zu erkennen und dann abzuleiten, der wird ja von uns trainiert. Genau. Und natürlich lernt er einfach, was wir gelernt haben und was wir weitergeben an Feedback. Ohne Feedback gibt es kein Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Es hängt immer daran, wer wann das Feedback gibt. Mhm. Und das Feedback kann eben sowas Ähnliches sein, wie das, was wir Kindern beibringen. Und auch Kinder sind ununterbrochen in der Mustererkennung. Ununterbrochen lernen, die Muster zu erkennen und dann Schlussfolgerungen zu ziehen und bekommen das Feedback von uns, was richtig und was falsch ist. Im Grunde trainieren wir Kinder kaum anders, aber Kinder haben was anderes als künstliche Intelligenz und das ist ein Erleben dieser Welt. Und das ist vollkommen anders als das Erleben, das eine künstliche Intelligenz hat. Beispiele sind alles, was wir machen, was uns Spaß macht, wozu wir, aber wir können nicht erklären, wozu wir das machen. Vom Skifahren bis zum Eisessen. Das macht keinen großen Sinn, dass wir das tun, aber es ist ein großartiges Erlebnis. Genau. Und ich glaube, in dem Bereich werden wir sehr viel an uns ketten. Wir werden sehr viel haben wollen von diesem Erlebnis immer noch. Deswegen sind Läden nicht verschwunden, als E-Commerce kam, weil wir das Erlebnis in einem Laden haben wollen. Nur wird der Laden sich halt verändern durch Technologien. Aber ich glaube, da gibt es jede Menge, was wir gar nicht abgeben können, weil die Maschine das gar nicht erleben kann. Sie kann das gar nicht erfassen, wie sich das anfühlt, mit einer anderen Person zu reden. Mhm. Was wir aber sehen, und das schon seit 10, 20 Jahren, ist, dass alle Maschinen immer menschlicher werden. Und das ist getrieben durch unsere Wahrnehmung, unser Erlebnis der Welt. So, wenn ich mir eine App runterlade und ich muss mich da erst einloggen und dann einen Fragebogen beantworten und durch 1000 Klicks gehen, dann ist es einfach sehr unnatürlich, weil im Grunde will ich mit meinem Gerät genauso interagieren wie mit einem anderen Menschen. Mhm.
Und der würde mich nicht erst nach einem Login fragen. Also die spannende Pointe ist doch eigentlich, dass durch den Gebrauch intelligenter Maschinen es dem menschlichen Gehirn sehr viel leichter fällt, wie eine Maschine zu denken, als einer Maschine zu lernen, wie ein Mensch zu denken. Ja. Also wir fangen an, dadurch, dass wir Windows und sowas benutzen, quasi auf ähnliche Art und Weise Stück für Stück das Denken der Maschine zu adaptieren. Ja. Ja, und es gibt bestimmte Bereiche des menschlichen Denkens, die Maschine schon deswegen auch nicht adaptiert, weil es auch gar nicht das Ziel ist. Man möchte ja bestimmte kognitive Leistungen übertreffen und man möchte die jetzt nicht mit Emotionen so durchmischen, dass diese Ergebnisse gar nicht erzielt werden können. Also das Ideal der Rationalität, das in der künstlichen Intelligenz steckt, das ist so ähnlich wie das in den übertriebensten Varianten der altgriechischen Philosophie. Mhm. Aber es entspricht nicht mehr dem, wie wir heute den Menschen als Ganzes betrachten. Mhm. Was mich interessiert, ein zentraler Gedanke scheint mir zu sein im Silicon Valley, wir identifizieren Probleme und wir schaffen für diese Probleme Lösungen. Und wenn ich einen Kritikpunkt habe, dann liegt der immer daran, dass ich mir nicht so sicher bin, ob hinreichend Intelligenz darauf verwendet wird, etwas als ein Problem zu identifizieren. Ja, also wenn man sagt, wir haben das Problem von zu viel Fleischkonsum auf der Welt. Mhm. Ja, wir haben ein riesiges ökologisches Problem, abgesehen von dem ethischen Problem. Und daraus jetzt die Lösung macht, dass man Fleisch künstlich züchtet oder dass man aus der Natur identisches Fleisch herstellt. Ist ja erstmal eine schöne Lösung. Ich sehe jetzt natürlich als deutscher Bedenkenträger 1000 Folgeprobleme. Ich find das technologisch gut. Ja. Ja, aber ich stoppe nicht damit, dass ich sage, ich finde das technologisch gut, weil ich weiß, die Leute, die da rein investieren, und da werden Milliarden rein investiert, Hunderte von Milliarden, die wollen natürlich auch Patente auf die Verfahren haben und so weiter. Und was wird dann aus dem armen Fleisch bauen in Äthiopien? Also soweit denke ich weiter. Das heißt, ich sehe also, es wird ein Problem gelöst und es wird ein neues geschaffen. Das Auto hat ein gewaltiges Problem gelöst. Also fast jeder war irgendwann in der Lage, ab den 70er, 80er Jahren in einer deutschen normalen Stadt sich mit Hilfe des Autos wunderbar fortzubewegen. Ein toller Menschheitstraum. Und auf der anderen Seite hatten wir dann erstmal bleihaltiges Benzin und CO2-Ausstoß und verstopfte Straßen und. Und die Frage ist, wie weit man an die Folgeprobleme denkt. Insbesondere an die sozialen Folgeprobleme. Und an einen Punkt, den Maya gerade hatte, das war dieser Punkt Autonomieverlust. Mhm. Du hast ja sehr viel über Security geredet, aber was sie am Anfang gesagt hat, ist ja, je mehr wir von intelligenten Maschinen umgeben sind, umso mehr verlassen wir uns auf die. Ja. Und je weniger können wir noch, wenn die weg sind. Mhm. Und das sind so zwei Punkte, wo ich immer denke, da denkt das Valley relativ wenig drüber nach, oder? Definitiv ist die Ansage im Valley, und das ist absolut berechtigter Kritikpunkt, erstmal machen. Und gucken, ob es ein Geschäftsmodell wird. Genau, denken ist später. Und auch noch schlimmer eigentlich ist das oft, und ich glaube, da sehen wir gerade eine Veränderung, hoffe ich, dass wir eine sehen, aber in welchen Bereichen wollen wir überhaupt diese Technologien einsetzen? Mhm. Die Frage kommt erst nach der Technologie. Oft ist die Technologie da, hier ist eine Chance, hier ist eine Gelegenheit, was können wir damit machen? Mhm. Wir können die auch für was einsetzen, was mit Fleischkonsum zu tun hat. Mhm. Und dann wird gemacht. Und dann wird später geguckt, okay, jetzt ist es ein Business Case und jetzt ist es erfolgreich, jetzt finden wir die Investoren dafür. Mhm. Und in dem Moment ist die Hoffnung, dass jetzt Impact entsteht auf das eigentliche Problem. Mhm. Aber oft ist die Lösung erst da und dann wird das Problem gesucht. Ja. Das ist so. Also ich finde das wunderbar, dass du das so klar formulierst, weil ich das auch immer ähnlich gedacht habe. Ich finde, selbst von den Autos ist das so. Mhm. Wir haben ein Wunderwerk geschaffen. Ja, Autos, die tatsächlich autonom fahren können. Das ist ja eine ganz beachtliche Leistung. Ob wir dafür im großen Stil in unseren Großstädten Verwendung finden, ob das wirklich die Lösung unserer Verkehrsprobleme ist, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Ja. Da ist mein Verdacht, dass es vielleicht gar nicht besonders hilfreich sein kann und uns am Ende gar nicht besonders viel nützen wird. Aber das Valley ist ja natürlich wahnsinnig gut zum Thema Utopie darin, zu sagen, das kommt. Ja. Und mit das kommt heißt nicht, das ist technisch möglich, sondern es wird sich durchsetzen, weil alles, was technisch möglich ist, sich durchsetzt. Und dann kommen die Regierungen oder jetzt kämen irgendwann die Bürgermeister in den Chatten und so und die Verkehrsminister natürlich stehen vor der Frage, was machen wir denn jetzt mit unserem Verkehr, damit das da fahren kann? Ja. Das ist ja irgendwo auch ein Trick, oder? Klar, ich würde halt als Rückfrage fragen, ob das jemals in der Evolution menschlicher Technologien anders war, dass wir in der nächsten Generation Probleme ausgelöst haben, die wir in unserer Generation nicht gesehen haben. Also wie viel Vorausschau brauchen wir? Hm. Klar, kritische Reflexion zu dem, was ich gerade mache und wozu das gut ist, ist enorm wichtig und hilfreich.
Aber ich kann nicht absehen, was das in der nächsten Generation auslöst. Mhm. Wir wissen nicht, was jetzt der Flug ins All wirklich bedeutet für die nächste Generation, welche Probleme dadurch entstehen werden. Mhm. Und die Frage ist, bedeutet das nur, weil wir es nicht wissen, was da kommt, es nicht auszuprobieren? Oder an welcher Stelle würden wir sagen, wir stoppen das jetzt? Mhm. Wir stoppen so eine Entwicklung wie das Auto. Ich hätte einen Vorschlag zu machen. Ich kann es jetzt gut oder schlecht. Ich finde, wir sollten immer die Entwicklung da stoppen oder nicht weiter betreiben, wo wir sagen, hier gerät eine Maschine in die Rolle des Urteilens über menschliches Leben. Ja. Ja, des Urteils. Also nicht des Diagnostizierens via medizinischen Geräten, sondern sagen, hier wird über ein Lebensschicksal entschieden. Ja. Deswegen würde ich also sagen, keine künstliche Intelligenz einsetzen bei Waffen. Ja. Ja, ich will nicht, dass irgendeine Drohne selbstständig entschieden hat, die Hochzeitsgesellschaft in die Luft zu sprengen. Am Ende war keiner verantwortlich, der Programmierer nicht, der Oberst nicht, der diese Drohne eingesetzt hat und so weiter. Das wäre so ein Punkt. Also keine Entscheidung über menschliche Lebensschicksale. Es gibt auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern im Silicon Valley, die das mal als Charta so unterschrieben haben. Ja. Aber es ist durchaus nicht so, als wäre das jetzt der Leitfaden, an dem das ganze Valley sich orientiert, oder? Absolut nicht. Was schon daran liegt, dass jeden Tag 100 neue Unternehmen entstehen. Und irgendwann natürlich jemand kommt mit der Idee, dass man das ja auch in einem Grenzbereich, auch im Bereich Waffen nutzen kann. Mhm. Und dann fängt man eben erst an mit irgendwas, was mit Wildjagd zu tun hat und redet nicht über militärische Zwecke. Mhm. Klar gibt's diese Graubereiche, in denen dann oft Technologien wieder auftauchen. Und das lässt sich auch nicht verhindern, außer man reguliert es gesetzlich. Mhm. Und das erfordert aber einen Riesensprung und der ist, glaube ich, wesentlich schwieriger in den USA, als es hier ist. Die Regulierung von solchen Technologien. Da ist auch wesentlich weniger Verständnis von der Politikseite dafür, was da wirklich technologisch passiert. Und keiner will sich den Schuh anziehen, irgendwas zu verbieten. Mhm. Das ist in den USA enorm schwierig, weil eben die Freiheit so ein großes Gut ist und die individuelle Freiheit dann über allem steht. Mhm. Schnell sind wir natürlich dabei zu verstehen, dass eine autonome Drohne keine Entscheidung treffen sollte, jemanden zu erschießen. Mhm. Da sind alle Menschen ziemlich schnell dabei. Und dann ist halt die Frage, okay, warum haben Leute in den USA überhaupt Waffen zu Hause, die theoretisch andere Menschen töten dürfen? Mhm. Und dann ist der Sprung schon nicht mehr so groß. Okay, wenn die Verantwortung tragen dürfen, diese Waffe zu haben, dürfen die dann eine Drohne haben, die sie steuern dürfen, die theoretisch in der Lage ist, durch die Gegend zu fliegen und ferngesteuert loszulegen. Mhm. Da wird es halt sehr schwierig, zu überzeugen, glaube ich. Und es gibt führende, wie soll jemand sie nennen, Gurus, Visionäre im Silicon Valley, wie Stuart Russell zum Beispiel, der sagt, das Beste, was wir machen können, ist künstliche Intelligenz bei Waffensystemen. Ja, das ist großartig. Wir müssen keine Soldaten mehr verheizen. Ja. Wir lassen nur noch Killerroboter gegeneinander kämpfen. So, das ist ein Professor an mehreren Universitäten, ein großer Entrepreneur, ein wichtiger Mann in der Forschung der künstlichen Intelligenz, der das in seinen Büchern genau so propagiert. Ja. Aber ich finde, da würde ich gerne noch mal einhaken, weil ich fand den einen Punkt total wichtig, den du gemacht hast. Einmal, konnten wir das in der Geschichte jemals wirklich absehen? Mhm. Und ich finde das, nein, würde ich mitgehen, dass es immer natürlich, ich versuche eine Lösung auf eine Frage zu finden und in dem Moment wird sich das System verändern und dann werden natürlich neue, vorher nicht antizipierte Konsequenzen auch wahrscheinlich zu Problemen führen. Aber was ja total interessant ist und das kommt mit der Frage zusammen, die du vorher formuliert hast, ist, was hat sich tatsächlich technologiegeschichtlich verändert? Und ich finde, das hat Donella Meadows schon unheimlich gut vorausgesehen. Die hat es 1999 auf den Punkt gebracht. Was ist der eigentliche Purpose hinter der Technologieentwicklung? Mhm. Und sie hat gesagt, wir dürfen uns nichts vormachen, wenn jetzt die primäre Druck der Technologieentwicklung und vor allem von Invention zu Innovation, ist ja immer dieser Kommerzialisierungsmoment, in die Corporate-Hände gelegt werden. Also mit tatsächlich diesem zweiten, dem Business-Case-Gedanken, dann wird das eine komplett veränderte technologische Entwicklung auf diesem Planeten bedeuten, als wir es zuvor hatten. Und ich finde, diese qualitative Veränderung sieht man ja auch sehr deutlich und die wird immer noch gefeiert, obwohl wir natürlich auch sehen, dass einige so auf zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung gesagt haben, naja, so ganz doof ist es vielleicht nicht, auch mal zu überlegen, wo man mit dieser affenartigen Geschwindigkeit einer Kombination von sehr viel Geld und dann natürlich auch einer sehr hohen Geschwindigkeit und zwischen sehr großen Playern ziemlich viel einfach erstmal entwickelt und dann ist der Fakt da und dann muss ich es verbieten und wieder zurückholen, anstatt dass vorher eine Möglichkeit auch ein Stück weit bestanden hat, etwas auszuhandeln, wie weit wollen wir denn gehen.
Und ich glaube, dass da eine gewisse Form von Ehrlichkeit Einzug gehalten müsste. Was ist der tiefere Purpose? Also ich finde zum Beispiel, wenn Facebook die Antwort ist, was war die Frage? Und am Anfang war es vielleicht StudiZV und irgendwann war es aber, meine Anleger wollen, dass ich für umsonst weiter einen Service zur Verfügung stellen muss. Deshalb muss ich ganz viel Daten einsammeln, damit ich das an Dritte verkaufen kann, damit irgendwo der Return on Invest für die Anleger kommt. Das heißt, wo ist der Purpose vielleicht auch gekippt? Von der originären Do No Evil, das war ja auch auf den IT-Konferenzen so, Don't Pay Taxes, war ja auf einmal wirklich auch aus der eigenen Branche von den ProgrammiererInnen, dass sie gesagt haben, puh, jetzt entfernen wir uns aber von dieser Narration, die am Anfang dahinter stand, diesem Purpose, zu stark. Wie wird das diskutiert? Weil da sind wir bei einer Geschäftsmodellfrage und das fällt mir immer viel zu stark hinten raus. Mhm. Ja, die Frage ist, wer ist verantwortlich für das Geschäftsmodell? Wer ist verantwortlich für das, was da gemacht werden darf und was nicht? Wer entscheidet über den Purpose? Und ich glaube, das ist nicht die Unternehmensführung, sondern es ist am Ende der Nutzer. Der Nutzer, der da vor Facebook sitzt und klickt, ist derjenige, der dieses Unternehmen am Laufen hält. Und in San Francisco haben wir sehr viele Nutzer, viele meiner Freunde, die eben nicht auf Facebook sind, die das absichtlich abgelehnt haben, auf Facebook zu sein. Wir haben einen Konkurrenten in San Francisco und in den USA für Uber aus genau dem Grund. Weil Uber in der Unternehmenskultur so daneben war, dass also nicht nur haben sie ihren Gründer abgesägt, sondern eben auch intern so viele Leute verunsichert, dass das externe Folgen hatte. Aber es ist am Ende der Nutzer der App, der entscheidet, ob er sie nutzt oder nicht und wem er diese Daten gibt. Und die Frage ist, kann das jemand von außen überhaupt regulieren? Was wir nicht tun können, ist einfach nur darauf hoffen, dass sie irgendwann realisieren, was sie da tun, an der Spitze, und entscheiden, das besser zu machen. Die Shareholder werden nicht dafür sorgen, dass diese Unternehmen sich drehen oder ihren Purpose finden. Das ist nicht in deren Interesse. Aber die Nutzer und die Mitarbeiter der nächsten Generation, wir sehen einen massiven Shift. Wir sehen einen massiven Shift in, was die erwarten. Das war für die letzten 10 Jahre im Valley immer, die wollen alle Perks haben, die man nur haben kann. Alles musste inklusive sein. Also der Bus, der mich zur Arbeit fährt, ist inklusive, und dann 3x Essen am Tag ist inklusive, bis hin zu, die machen meine Wäsche, während ich bei der Arbeit bin. All diese Perks wurden oben drauf geladen, um zu sagen, das ist ein Silicon Valley Job, der ist so cool, da will ich arbeiten. Und dann haben wir plötzlich Senior Management, Senior Engineers bei Google, die sagen, okay, den Vertrag, den ihr da gerade oben unterschreiben wollt, den machen wir nicht mehr mit. Und plötzlich haben wir Revolutionen von unten, wie wir sie immer hatten. Die sind entweder von den Nutzern oder von den Mitarbeitern getrieben. Und da habe ich die größte Hoffnung. Also wenn wir über Utopie reden, ich glaube, die Utopie kann nur getrieben werden von den Nutzern. Und Facebook hört auf die Nutzer, weil das ist alles, was sie haben. Das ist das eigentliche Kapital. Wenn die Nutzer nicht mehr mitmachen, genauso wie bei Uber, ist es vorbei. Okay, und da würde ich, also bei den MitarbeiterInnen, da gehe ich mit. Diese ganze Diskussion der Konsumentenmacht, die kennen wir ja aus dem Nachhaltigkeitsbereich noch und nöcher, und ich halte die für verlogen. Weil das so eine absolute Machtimbalance ist zwischen der Produzenten- und Anbieterseite zu dem Einzelnen der Einzelnen. Und die ganze Diskussion über Interoperabilität, über wirklich Plattformeffekte, Netzwerkeffekte, was da nicht an Forschung reingeht, die Bequemlichkeit noch größer zu machen. Ich meine, wir haben ja viel des öffentlichen oder des Raums des Konsums eigentlich unter 4, 5 Anbieter aufgeteilt. Dann hast du den Button quer zu Amazon und da irgendwie zu Google und bla. Und also alleine all die Nudging-Konzepte, all das, was wir aus der Marketing-Theorie kennen, all das, wie unterlaufe ich jede kognitive Barriere, die mich in einen Konsum oder die bequemste Form, werden da ja gezogen. Und dann zu sagen, hey, das ist die absolute Freiheit, ob die Nutzerin das annimmt oder nicht, ich finde das Mittel. Also natürlich sollte man sie nicht freisprechen, ist ja auch in anderen Strukturen so, aber so richtig zu sagen, die hätten die Chance, da was zu drehen, ohne dass mindestens auf dieser MitarbeiterInnen-Ebene und tatsächlich aber auch Druck von außen kommt, glaube ich, springt zu kurz. Also da kann ich jedenfalls von außen, da bin ich sofort dabei. Ja. Da würde ich sofort sagen, klar, was wir eigentlich brauchen, wäre ein großer Konkurrent. Für jeden der Monopolisten, die wir haben im Valley, brauchen wir einen großen Konkurrenten, oder? Interoperabilität wäre ja schon mal auch ein Riesen-Move. Ja gut, die entstehen ja gerade in China mehr oder weniger. Genau, ob das die Welt besser macht, ist eine spannende Frage. Und wie immer wissen wir das noch nicht, aber es wird kommen. Ja. Also der Druck aufs Valley wächst. Ja. Und jetzt ist halt, natürlich entsteht dann auch sofort das Problem, Die Nutzer können nicht so einfach zu chinesischen Unternehmen wechseln. Mhm. Bei TikTok sehen wir aber die ersten Beispiele, wie einfach das ist, Druck auszuüben und wie viel Druck dann auch entsteht. Ja. Was wäre denn deine Vision, wenn du sagst, was sind Geschäftsmodelle, von denen du den Eindruck hast, die können wirklich tolle Technologien zur Lösung von Problemen und aber auch noch in die Geschäftsmodell-DNA solche Sachen wie, es soll ein nachhaltiges Unternehmen sein? Also sowohl Governance als auch Social, Ecological und
so Science-Based-Targets haben wir gestern wirklich auch verhandelt. Ne? Also wie würdest du das sehen und wo würde dann das Geld herkommen? Oder ist der Move in der Silicon Valley-Blase auch zu sagen, okay, wir gehen damit bei diesen ganzen neuen Standards der Rechnungslegung, damit wir wirklich auch ins Betriebssystem die Nachhaltigkeit reinholen? Weil das finde ich so spannend, die technologische Blase positioniert sich jetzt, wo sie konfrontiert wird in Nachhaltigkeitsfragen, immer als Lösung der Nachhaltigkeit und sieht viel zu wenig, wie sie ja eigentlich an den nicht nachhaltigen Trends beteiligt ist. Da möchte ich einfach total gerne von dir nochmal verstehen, auf dieser Businessmodell-Logik, wie wir da rauskommen. Weil Venture Capital, wie es aktuell funktioniert, meine steile These, da kannst du maximal das Finanzielle und das Ökologische vielleicht zusammenbringen und dann bleibt es beim Sozialen weg. Oder du bringst das Soziale mit rein, dann fällt das Ökologische weg. Du kriegst nicht das Full Picture, wenn jemand sagt, nach 3 bis 5 Jahren will ich da raus und du hast gefälligst bis dahin den Break-Even geschafft. Ja, das ist genau die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Also wir haben ein super ökologisches Produkt gebaut und wir haben damit eine Nische gefunden für Leute, die zum ersten Mal quasi einen Luftreiniger kaufen, die eben noch keinen Dyson zu Hause stehen haben. Die sagen, wir suchen sowas, weil plötzlich wird es zum Problem. Aber wir suchen nach was ganz Bestimmtem, das es so noch nicht auf dem Markt gibt. Und da steckt die Nachhaltigkeit drin. Und dann natürlich gucken die, auf welche Art und Weise wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren, welche Themen uns wichtig sind, welche Prinzipien wir intern leben. Und die Leute, die ich in der ersten Generation für dieses Unternehmen heranziehen kann im Valley, als Talente, die ich holen kann, die sind natürlich total unterbezahlt. Das heißt, die müssen für was anderes bei uns anfangen, weil wir nicht das Kapital haben, Silicon Valley Talent einzustellen. Das heißt, wie bekomme ich die? Ja, nur wenn ich glaubhaft vertreten kann, dass wir Gutes vorhaben. Ich weiß nicht, ob wir das für immer halten können, aber wir müssen es in die DNA schreiben, nicht weil wir gute Menschen sind, sondern nur weil wir glaubwürdig vertreten wollen, dass wir für was Gutes stehen können. So, wir können Menschen gesünder machen und gleichzeitig den Planeten schützen und profitabel sein. Ich glaube nur, dass nur Unternehmen, die profitabel sind, haben eine Chance, den Impact auszulösen, den du dir, glaube ich, wünschst. Und ich glaube nicht, dass man das schafft durch Unternehmen, die zum Beispiel öffentliche Gelder einholen über Funds und dann irgendwie versuchen, eben eine sozial-ökologisch nachhaltige Variante von Produkten zu bauen, die es schon gibt. Was Unternehmer versuchen müssen, und da ist jede Menge Privileg gefragt, ne? Also wir sind total privilegiert, dass wir den Zugang zum Valley bekommen und dass wir das dürfen. Und Privileg ist halt dann ein anderes Wort für Verantwortung. Die Frage ist, wer hält mich fest, wenn es um diese Verantwortung geht? Also wenn ich jetzt heute hier sage, das ist das, was wir vorhaben, das ist das, was wir wollen, dafür stehen wir als Unternehmen. Wer kommt dann in 5 Jahren und sagt, aber du hast es damals gesagt und wo sind die DNA-Prinzipien heute, wo die Shareholder drin sitzen? Wie viel Druck haben die Investoren auf dich ausgeübt? Das heißt, ich muss schon jetzt überlegen, dass bestimmte Investoren für uns gar nicht in Frage kommen. Und dann schließen wir bestimmte Investoren aus, die aber sehr interessiert werden an dem Profit, den wir da rausholen. Und wir holen andere rein, die möglicherweise vorher nicht so profitabel waren, aber die wenigstens mit unserer Mission zusammenkommen. Und ich glaube, da ist zwar unternehmerische Verantwortung, aber da ist eben auch jede Menge Chance, nämlich für mich im Moment vor allem Talente anzuziehen, die ich sonst nie bekommen würde. Ja, es gibt zwei Punkte, die sozusagen in der kurzen Zeit noch übrig geblieben sind. Das eine ist das Menschenbild des Silicon Valley. Ja, ich stehe ein bisschen damit auf dem Kriegsfuß. Weil dahinter steht die Vorstellung, der Mensch ist eigentlich eine Problemlösungsmaschine. Ja, also es gibt Probleme im Leben, ich habe Hunger, also muss ich essen. So, und es gibt so wie jedes Problem eine Lösung und wir müssen versuchen, smartere Lösungen für diese Probleme zu schaffen. Ich glaube ja, dass dieses Menschenbild einseitig ist, weil fast alle Menschen, die ich kenne, schaffen sich in ihrem Leben genauso gerne Probleme, wie sie welche lösen. Ja. Ja, sonst gäbe es gar keine mehr zu lösen ab einem bestimmten Punkt. Menschen tun ja nicht immer das, was besonders effizient ist oder sinnvoll ist, sondern unglaublich viele Dinge, die weder effizient noch sinnvoll sind. Viele Dinge, die zur menschlichen Natur gehören, wie zum Beispiel Humor oder was weiß ich was, lösen eigentlich überhaupt gar keine Probleme, ja, machen aber ganz wesentlich den Menschen aus. Dass der Mensch liebesbedürftig ist, sorgt meistens für mehr Probleme, als dass es welche löst. Ich könnte immer weitermachen. Und ich habe das Gefühl, das Silicon Valley hat sich so auf dieses Problemlösungsschema gemacht, um den Menschen quasi darzustellen wie eine Maschine, womit dann alle Maschinen, womit man den Menschen umgibt, ja nichts anderes sind als eine tatsächliche Verlängerung des menschlichen Wesens. Und wenn ich diese Art von Denken sehe und sage, was sind die größten Probleme dieser Welt? Weil der Silicon Valley, und ich habe ja häufiger auch mit den Firmen zu tun, großen Digitalkongressen und so weiter, präsentieren sich, wir können alles. Elon Musk ist in der Pose, ja, ich kann eigentlich alles.
Und ich meine, zum Mond fliegen ist ja keine große Leistung. Das hat man ja angeblich schon 1969 gekonnt. Also das imponiert mir jetzt überhaupt nicht, ja? Zumal ich auch das Ziel nicht einsehen kann. Aber sagen wir mal, so einen Staat wie Afghanistan oder Somalia zu befrieden, das wäre eine Leistung. Das Welthungerproblem zu lösen, das wäre wirklich eine Leistung. Ich habe mir schon überlegt, das wäre eine gute Netflix-Serie, wenn ich mir vorstelle, Jeff Bezos will Somalia in eine blühende Landschaft verwandeln. Also ein Warlord-Country, in dem es keine Zentralgewalt gibt und so weiter. Und hinzugehen und zu sagen, wir können alles. Ja, wir haben verstanden, wie Menschen funktionieren. Wir kennen die menschlichen Bedürfnisse. Wir haben alle technologischen Voraussetzungen. Wir haben alles Geld. Es wäre eine tolle Netflix-Serie, weil es ist völlig klar, wie sie ausgehen würde. Ja, wie diese hochspezialisierten, hochintelligenten Menschen da krachen scheitern würden. Ja. Und wenn sie sowas nicht können, was ja jetzt ein Extrembeispiel ist, wird einem auch klar, was sie eigentlich sonst auch alles sozial nicht können. Diese Bescheidenheit findet sich aber im Rallye nicht. Ist das, alles. Denken die das wirklich oder ist das Marketing? Ich hab natürlich ein persönliches Leben, wie ich da hingekommen bin vor 11 Jahren und wie ich schon in den ersten Wochen eine Freiheit erlebt habe, die ich sonst nirgendwo erlebt habe. Und wir müssen da, glaube ich, verschiedene Sachen auseinanderhalten. Also das Valley, wenn wir jetzt unterhalb von San Francisco gucken, im Süden, und umso weiter südlich wir gehen, umso einheitlicher sind die technologischen Talente, die da sitzen. Und umso weniger, würde ich sagen, die sind in der Lage, solche Probleme wirklich anzugehen. Und umso mehr würden die glauben, dass sie in der Lage sind, solche Probleme anzugehen. Mhm. Also die Overconfidence ist korreliert direkt mit dem nicht vorhandenen Talent. Mhm. Die treiben eben vieles von dem, was da an Kapital landet. Und wir dürfen nicht vergessen, dass United Nations kommen aus San Francisco, die LGBT-Bewegung kommt aus San Francisco, die Frauenbewegung kam daher. Viele soziale Bewegungen kommen aus genau demselben Freiheitsdenken, das sich dann wirtschaftlich eben in der Technologie wiederfindet. Aber das waren ja auch die historischen Ursprünge, ne? Also ich meine, das Silicon Valley ist ja, nicht sagen, eine Hippie-Kolonie, aber spielte am Anfang natürlich eine ganz große Rolle. Ja, und es hängt damit zusammen, dass ich darf da sein, wer ich bin. Das habe ich noch nie so gespürt in einem anderen Ort seit jetzt Jahren, dass ich darf da sein, wer ich bin und ich bin anders als die anderen. So, ich darf anders sein als die anderen, übersetzt sich dann über die Zeit, so über die Jahre hin zu, eigentlich muss ich anders sein als die anderen, weil nur so schaffen wir irgendwas. Und es ist ein unglaublich diverser Ort dadurch und dadurch gibt es unglaublich viele unterschiedliche Sichten darauf, wie wir die Welt gestalten wollen. Und es stimmt, dann ist das Marketing, das, was bei der Welt ankommt, sind die Technologen. Und das sind nicht alle, die dort leben. Und die Technologen, die haben einen großen Benefit davon, dass da noch so viele andere sind, die sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie die Welt funktioniert. Mhm. Also, dass Berkeley da ist und Stanford und beide gleichzeitig diese Bay Area bearbeiten, ist schon kein Zufall. Und aber wenn ich dich richtig verstehe, dann würde ja hier quasi, wenn wir von Mindset des Silicon Valley sprechen und so ein bisschen neidisch darüber schielen, ist es ja aber eher das Technologische und wow, ganz viel Geld und so, gar nicht unbedingt. Das, was du ja als eine sehr offene, als eine sehr diverse, als sehr liberal, aber durchaus andere auch sehende, weil das ist ja auch das Hochinteressante, ne? Kann ich die anderen noch weiter wahrnehmen oder nur noch mich selbst? Ich kann es nochmal zusammenfassen. Wie können wir das Mindset, was du beschreibst, vielleicht, wir hatten ja gestern auch jemanden, einen Vertreter aus der alten Konzernstruktur, dort vielleicht reinbringen, um da Veränderungen nochmal ein bisschen stärker zu machen, weil ich schon das Gefühl habe, das eine und das andere, ohne zu sagen, dass es nicht ein bisschen in retardierenden Momenten, das würde ich stehen lassen, auch einen Benefit gibt. Also dieses alles disruptieren und dann ist es besser. Ne? Aber das fände ich super, wenn du für mich nochmal das zusammenfassen würdest, was du gerne daraus exportieren und hier implementieren willst. Ja, also ich kann es einfach persönlich sagen, die Tatsache, dass ich hier heute sitzen kann, als kognitiver Psychologe, so habe ich angefangen, mit einem Team, das fast nur aus Ingenieuren besteht, und ich hier sitzen kann als schwuler CEO, das ist nur möglich, weil ich so lange im Valley war. Die Art und Weise von Freiheit, die habe ich hier nie gefunden. Und das ist der Hauptgrund, warum ich mich dort so wohl gefühlt habe. Ich kann dort einfach sein, wer ich will. Und die lassen mich so sein, wie ich bin. Und aus der Freiheit muss dann natürlich jeder machen, was er kann. Aber da sehe ich unglaubliches Potenzial, was mir hier immer gefehlt hat. Ich weiß nicht, was sich in den letzten 10 Jahren konkret hier getan hat. Aber ich sehe immer noch bei den meisten Pride Parades die großen Konzerne nicht in der Art vertreten, wie ich sie in San Francisco sehe. Und für viele soziale Movements fehlt hier, glaube ich, der richtige Druck, auch von der Corporate-Seite.
Aber bevor wir hier so viel über die Freiheit reden, weil das kriege ich in meinem Kopf noch nicht richtig zusammen. Also mir erscheint ja immer der Geist des Silicon Valley, der sich in der Technologie niederschlägt und in den Geschäftsmodellen, der Geist des Positivismus zu sein. Mhm. Ja, Positivismus, französische Philosophie, geht aus von Auguste Comte, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dahinter ist folgende Vorstellung: Wir müssen den Menschen wissenschaftlich durch und durch erforschen, dann wissen wir, wie er funktioniert. Mhm. Und wenn wir funktioniert, dann müssen wir Wissenschaft und Technik so anwenden, dass wir alle sozialen Probleme technologisch lösen können. Und Auguste Comtes Vorstellungen, wie ein Staat zu sein hat, waren eigentlich totalitär. Denn wenn ich wirklich weiß, wie der Mensch funktioniert, dann darf ich den Menschen über diesen Rahmen, der muss jetzt genau überwacht werden, auch keine weiteren Freiheiten geben. Also das ist eigentlich ein Weg, der nach China führt, mhm. ja? In ein Überwachungs-, in ein Social Credit System im Grunde genommen. Ich sehe natürlich die Chinesen und die Amerikaner in dem, was ihre Technologie leisten kann, sehr viel näher beieinander als bei den Wurzeln, woher die jeweilige Vorstellung kommt. Mhm. Und ich glaube, dass mit der Freiheit und so weiter alles. Ich finde das aber in den Technologien nicht mehr wieder, nee, genau. die sozusagen doch eine implementierte Totalitarität haben. Das, mhm. damit verurteile ich nicht alles, was es gibt. Ja, ich sage nicht, alle technischen Entwicklungen sind schlecht, aber sie haben alle ein bisschen was davon und können immer dafür genutzt werden. Darf ich das kurz ergänzen? Weil ich finde, dass wir da in Deutschland auch gerade unter dem, was wir jetzt endlich mit der Digitalisierung vorankommen, sehr stark in die Richtung eingreifen, die Freiheit noch mehr zu reduzieren, weil wir uns nicht die Mühe machen, Prozesse, die nicht funktionieren, vorher zu durchdenken, wo da schon die Genuinität menschlicher Ideen, wie man es besser machen könnte, eigentlich ausgebremst wurde durch Überbürokratisierung, zu starke Formalisierung etc. Und jetzt, wir sehen das im Bildungsbereich, wenn ich mit den Erzieherinnen spreche, mit LehrerInnen spreche, wenn ich, meine Familie ist jetzt im Ärztebereich, spreche. Wir versuchen jetzt durch ein Mikromanagement und maximale Kontrolle im Forschungsbereich, ich muss im Drittmittelgeschäft jede Stunde meine Arbeit auf eine Projektnummer schreiben können, um dann in irgendeinem großen Content-Management-System auf Enter drücken zu können. Gegenteil von Freiheit. Exakt. Ja, und dann verschwenden die Menschen und fühlen sich, fühle ich mich drangsaliert irgendwann. Ich habe das Gefühl, ich muss mich ganz Tag rechtfertigen, dass ich gearbeitet habe. Und das sagen die unisono, ich nehme immer mehr Zeit auf diese Mikromanagement-Verteilungsfunktion hat es ja nur noch. Niemand hat mehr Verantwortung, weil irgendwie hat man ja brav dokumentiert, was man gemacht hat und sich an Schema 1, 2, 3, das kam so ein bisschen eben auch auf, was machen wir mit der Quantifizierung der Menschen eigentlich? Ja. Durch diese Form von, ich muss das in eine Normstelle einsortieren, beweisen, dass ich das alles gemacht habe. Und dann ist der halbe Tag rum in meiner, ich halte mir den Rücken frei gegen Verurteilung und ich habe mich nicht um die Kinder kümmern können, nicht um die Patienten kümmern können, nicht um meine Forschung kümmern können. Also zusammengefasst, haben wir jetzt nicht das gleiche Problem, wenn ich sage, neue Technik löst Probleme, schafft aber wieder neue. Und hier ist wieder das Gleiche, die Technik ermöglicht neue Freiheitsspielräume, und nimmt im gleichen Maße alte Freiheitsspielräume weg. Weil wir vorher nämlich den Purpose geklärt haben. Und das fände ich eben nochmal wirklich spannend. Woran messen wir den Erfolg? Ja. Und ich glaube, diese ganzen Controlling-Fragen, dieses Überwachen, das ist ja nicht was wir machen, um Sachen besser zu machen, sondern das ist aus Angst. Aus Panik, dass die Leute angezählt sind. Ja. Wir stehen im Bildungsbereich ganz unten, Brandenburg, ne, Berlin. Mhm. Und jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass die Leute besser performen. Aber die Idee von Performance ist, wir kontrollieren sie noch engmaschiger. Mhm. Und das wäre eben. Oder wir machen Potenzialentfaltung bei Kindern, ja, wie ihr das zum Beispiel in Kanada ist. Die arbeiten da in ihre Laptops rein, ja, und die Lehrer werten die Laptops aus. Ja, das können sie genau sehen. Ah, der konnte die und die Aufgabe nicht. Da kann man auch sehen, der hat eine Stunde lang nicht mitgeschrieben und so weiter. Das ist ja Orwell. Ja. Ja, das nennt sich Potenzialentfaltung, aber auf der anderen Seite, ich habe keine Chance mehr, in der Schule mein Gehirn in Sicherheit zu bringen. Ja, ich darf nicht aufmerksam sein. Mhm. Ja, das Verrückte ist, dass wir halt so eine Art Foucaults Panoptikon bauen, ne? Wo wir dann am Ende auch den Wärter wegnehmen können aus dem Gefängnis, in dem, wenn sich alle Gefangenen gegenseitig sehen können, dann brauche ich auch keinen Wärter mehr. Genau. Und die Frage ist natürlich, ja, bei so einem Lehrer, der vor dem Laptop sitzt und auf der anderen Seite sitzt ein Schüler vor dem Laptop, beide lassen sich durch Mustererkennung quasi durch eine künstliche Intelligenz ersetzen. Und dann haben wir ein System geschaffen, in dem quasi eine KI sich selber weiterbildet. Mhm. Und die Frage ist, brauchen wir dann überhaupt Lehrer oder brauchen wir Schüler? Und das geht zurück auf den Purpose, die Frage, wozu gibt es uns überhaupt? Mhm, und das ist eine Frage, die, glaube ich, viele Unternehmen einfach vergessen haben, dass die relevant ist. Und ich hoffe, dass dann eine nächste Generation kommt, die nicht nur die Frage stellt, sondern die Frage auch von allen anderen erfordert. Mhm. So, wie rechtfertigst du denn, dass du existierst? Wie rechtfertigst du, dass du für dieses Unternehmen arbeitest? Mhm. Wenn das plötzlich meine Freunde anfangen zu fragen, wenn ich für Uber oder Facebook arbeite, dann entsteht da der richtige Druck. Mhm. Aber das ist natürlich ein ähnlicher Druck wie das Controlling.
Und an irgendeiner Stelle müssen wir halt entscheiden, wie viel von dem Druck wollen wir haben und welcher ist gut und welcher ist nicht gut. Ja. Siehst du das auf dem Vormarsch? Also ein positives Beispiel wäre ja, als Google angefangen hat, ins Geschäft mit Killer-Robotern einzusteigen, dass die Mitarbeiter gestreikt haben und gesagt haben, wir machen da nicht mit und die Firma tatsächlich zurückgerudert ist, aus Angst vor dem gewaltigen Image-Schaden, wenn wahnsinnig viele gute Leute die Firma verlassen, weil sie moralisch anklagen. Glaubst du, dass das stark im Vormarsch ist? Ja, das kann halt nur getrieben werden von solchen Google-Ingenieuren, weil das Problem für Google war nicht, dass die gehen und das Wissen mitnehmen, sondern das Problem war, dass die sofort bei der Konkurrenz anfangen. Mhm. Und von denen gibt es so wenige, dass wenn ich da ein paar verliere, ist es echt schmerzhaft. Okay. Und die müssen es treiben. Mhm. Also die Leute, die schon eine Position haben, in der es wirklich wehtut, wenn sie gehen und ihre Entscheidung treffen. Mhm. Aber ich glaube, da tut sich einiges, ja. Also ich sehe es einfach bei meinen Freunden, der Druck auf Leute, die bei Facebook oder Uber arbeiten, ist enorm. Und wenn die Chance haben, abgeworben zu werden, dann gehen die normalerweise. Mhm. Und das ist ein Problem für diese Unternehmen. Mhm. Nicht nur, weil die Nutzer verlieren, sondern eben Mitarbeiter vor allem. Wenn du jetzt ganz am Schluss noch eine positive Vision formulieren kannst, ja, indem du so ein bisschen versuchst zusammenzufassen, was du glaubst, worauf es ankommt bei einer guten Zukunft. Also sicher, klar, Technologie auf der einen Seite, aber worauf noch sozusagen jetzt komprimiert zusammengefasst. Ja, ich glaube, wir kommen zurück zu der Purpose-Frage. Die Frage, wozu wir alle existieren. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe für die nächste Generation und auch für so eine Utopie ist, eine Utopie eben zu leben, die der nächsten Generation ermöglicht, besser dazustehen, als wir da standen. Für mich ist es der Sinn nicht nur von Geschäftsmodellen, sondern der Sinn meines Lebens. Den würde ich so definieren, dass ich Sachen hinterlassen will, die die Welt besser machen, als die Welt vorher war. Und deswegen, also für uns die Vision, Menschen gesünder zu machen, ohne den Planeten zu schädigen. Von solchen Visionen will ich mehr sehen. Und ich will, dass die glaubhaft gelebt werden. Und ich glaube, dass da unglaubliche Chancen sind, das auch zu tun, weil die nächste Generation viel mehr Kapazitäten hat. Also absurderweise, dadurch, dass wir so viel Technologie eingesetzt haben, entstehen da Kapazitäten, sich um größere Probleme zu kümmern, um die sich die nächste Generation plötzlich kümmert, was die vorherige Generation gar nicht konnte, weil sie keine Zeit hatte. Wer rund um die Uhr arbeiten muss, um zu überleben, der kann das nicht machen und plötzlich sind Technologien da, um uns effizienter zu machen, die uns helfen, Kapazitäten freizumachen, um an wirklichen Problemen zu arbeiten. Aber wir müssen entscheiden, dass wir an wirklichen Problemen arbeiten wollen. Das ist toll. Jetzt haben wir eigentlich, wir müssen ja zum Schluss kommen, glaube ich. Ne? Mhm. Im Grunde genommen uns den Keynes vorgenommen, der ja 1930 geschrieben hat in einem Essay der Möglichkeiten seiner Enkel und Enkelinnen, nehme ich mal rein. Das war so 100-Jahres-Programm, das spricht bis 2030, dass er gesagt hat, mit diesem Impetus des schnell viel Geld einsetzen und rasende, schneller technologischen Entwicklung würden wir ungefähr jetzt an diesen Zeitpunkt auch kommen, dass wir all diese Zeitgewinne bekommen, uns dann mit uns selbst zu beschäftigen. Also tatsächlich das auch zu fragen, was ist denn eigentlich in uns angelegt? Kultur, Beziehungsarbeit, sich selbst kennenlernen etc. Bisher sehen wir davon ja aber leider in der Gesamtgesellschaft noch nicht so richtig viel. Ich habe den Eindruck, wir rasen ja immer alle schneller. Das heißt, da müssen wir das jetzt nochmal in der nächsten Session rein. Aber im Prinzip geht es ja in die Richtung, wie können wir das, die Menschen, die ja schon da sind, eigentlich in die Lage versetzen, aus sich das herauszuholen, was angelegt ist. Und dann natürlich hier und da unterstützend. Aber Enhancement, ich glaube, bei der Menschenbildfrage wird es total spannend. Von dem, was glauben wir, ist schon da. Und wie kann man das unterstützen und wie viel wollen wir abgeben an andere oder sagen, nö, Freiheit bedeutet auch, dass wir ganz viel davon in uns tragen. Ja. Vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Und wir sehen uns heute Abend wieder und jetzt geht es nochmal in die Camps, in die unterschiedlichen Diskussionsrunden. Und um 18 Uhr oder 18.30 Uhr, da soll ich reinsprechen, werden wir dann auch tatsächlich alles zusammentragen. Es gibt die Ernte-Session, wo wir viel nochmal hören, was rund um Deutschland herum und in Deutschland natürlich passiert ist. Vielen herzlichen Dank.